Hallo lieben Gartenfreunde und willkommen auf dem Mein Dschungelgarten Kanal. Mein Name ist Mario, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und hier auf diesem Kanal werde ich ausschließlich Videos machen über meinen Dschungelgarten hier in Thailand. Ja, wir haben hier eine Fläche von ca. 2600 Quadratmetern, die bepflanzt werden können. Das Ziel ist es, einen Dschungel zu bekommen, also wirklich sehr dicht zu bepflanzen, und ein weiteres Ziel, sämtliche Obstbäume zu haben, die es in einem tropischen Land gibt, wie zum Beispiel eben hier in Thailand, aber auch diverse Pflanzen und Bäume aus Südamerika. Ich werde kurz einen Rundgang machen, damit man so plus minus sehen kann, wie groß das Grundstück ist und was euch an Content in Zukunft auf diesem Kanal erwartet. Wir beginnen hier mit dem Haus. Wir haben vorne das Eingangstor und dann das Haus, in dem wir leben. Dann, wenn man von vorne reinkommt, hat man auf der linken Seite hier den Teich. Der Teich hat eine Größe von 21 Metern, Länge 11 Meter Breite und eine Tiefe von aktuell etwa 3 Meter. Wenn er voll ist, etwa 3,5 Meter plus minus. Dann haben wir natürlich auch Hühner in diesem Bereich, dann haben wir den hinteren Bereich hier, alles mit Pflanzen, hauptsächlich Obstbäume. Der größte Teil sind hier Obstbäume mit einem unterschiedlichen Alter natürlich. Wir haben vor circa 4 Jahren hier begonnen. Vor 4 Jahren war das ein Acker, da war gar nichts, also nicht mal eine Mauer oder ein Haus. Vor 4 Jahren haben wir hier mit dem Hausbau gestartet und dann eben auch, nachdem das Haus fertig gebaut wurde, haben wir dann mit der Bepflanzung begonnen. Das Problem, was ich damals hatte, war der Boden. Das war früher eine Fläche, die von Bauern intensiv genutzt wurde für Gemüseanbau und auch ziemlich ausgelaugt, die Böden. Und dann haben wir dann jetzt halt über mehrere Jahre hier aufgewertet, was nur ging, und eben auch massiv bepflanzt. Dann hier auf der rechten Seite neben dem Haus, wenn man von vorne reinkommt, haben wir noch einen Swimmingpool hier. Und etwas weiter vorne, dort haben wir noch ein kleiner Gemüsegarten, wo vor allem Salat angepflanzt wird. Und hier haben wir den Bereich mit den Dschungelpflanzen, Pflanzen, die vor allem etwas Schatten benötigen, weil wir hier schon etwas Schatten haben. Und da wird natürlich auch, soweit es geht, immer mehr gepflanzt. Aber man muss hier auch etwas warten, bis die Bäume größer sind und auch mehr des Grundstückes beschatten. Ja, es gibt auch diverse Playlists auf dem Kanal in Sachen Selbstversorgerleben, inwieweit kann man hier als Selbstversorger leben. Dann Probleme, die entstehen, das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Nicht immer nur erzählen, was alles funktioniert, sondern auch Sachen, die eben nicht funktionieren, wie zum Beispiel auch Krankheiten, Pflanzen können auch krank werden, oder Tiere etc. Es gibt auch noch eine weitere Playlist, die heißt Tiere, auch dort kommen dann noch Videos von Tieren, die auch hier aufzufinden sind. Kleine Klammerbemerkung, Schlangen zum Beispiel und natürlich noch diverse andere Themen, die sehr interessant sein werden. Und wie man auch hier sehen kann, wir befinden uns in Südostasien in der Regenzeit. Jetzt zieht gerade noch ein größeres Unwetter auf und auch da wird es natürlich Updates geben, denn oftmals kommt es auch zu heftigen Überschwemmungen und da wird es auch immer interessant sein, welche Pflanzen oder Bäume das überleben und welche nicht. Ja, ich hoffe, wir sehen uns. Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, wenn ihr kein Update verpassen möchtet. Und sonnige Grüße würde ich jetzt sagen aus Thailand, aber heute wahrscheinlich dann eher regnerische Grüße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Thailand.